Hey Leute, willkommen zurück zu Guild Wars 2. Guild Wars 2 ist jetzt auch 10 Jahre alt geworden. Da gibt es da so ein... Da ist jetzt der Abenteuerleitfaden gestartet. Und ich habe hier auch noch Post bekommen. Wir feiern 10 Jahre Guild Wars 2. Vor 10 Jahren öffnete der Start von Guild Wars 2 ein neues Fenster zur Welt von Tyria. Drei Erweiterungen, die veröffentlicht von fünf Staffeln der lebendigen Welt und unzählige Updates. Später sind wir immer noch inspiriert durch das Engagement der Fans des Spiels. Um diesen Jahrestag für neue Spieler und Veteranen gleichermaßen zu markieren, haben wir eine Reihe von neuen Erfolgen hinzugefügt, die euch durch das ganze Spiel führen, um Legendenbeweise zu sammeln, die ihr gegen das neue Dekadenrüstungsset eintauschen könnt. Macht euch keine Sorgen, falls ihr diese Woche zu beschäftigt seid, die Erfolge und das Rüstungsset stehen permanent zur Verfügung. Charaktere, die selbst 10 Jahre alt werden, erhalten außerdem einen zusätzlichen Legendenbeweis, um ihre Sammlung auf den Weg zu bringen. Falls ihr Beweise übrig habt, könnt ihr sie gegen Leckereien eintauschen, die ihr dann mit euren Freunden teilt. Es ist uns eine Ehre, diese Welt für euch bereitzustellen. Danke, dass ihr mitspielt und auf viele weitere abenteuerliche Jahre in Tyria. Ich hoffe mal auf mindestens noch 10 Jahre, weil ich glaube, ich werde das auf jeden Fall noch länger spielen. Gut, was das hier angeht mit den ganzen Krempel, da, ja, hat man halt so ein paar Sachen zu erledigen. Gegen den Ausspähen, Emotes verwenden. Das werde ich, glaube ich, auch nicht so machen, weil Emotes... Ach, ich weiß nicht. Gut, ist relativ einfach und kriegt man dann auch relativ schnell. Aber ich bin jetzt nicht so der Freund davon, gesagt zu bekommen, du musst das und das machen und dann muss ich das machen. Sondern ich mache Spiel einfach so drauf los. Mal gucken, vielleicht mache ich es doch. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Gut, und das geht dann halt immer weiter. Dafür brauche ich halt aber dann 20 Erfolge aus dem ersten Abenteuerleitfaden. Und dann 13 aus dem zweiten, dann 20 aus dem dritten und 12 aus dem vierten. Gut, vielleicht werde ich das doch noch machen. Mal schauen. Dann vielleicht auf den Zweitcharakter erstmal. Weiß ich jetzt noch nicht so genau. Also auf jeden Fall, das ist cool und gerade für Leute, die jetzt noch nicht wieder Guild Wars 2 gespielt haben, ist das doch eine super Idee, um dann mal wieder reinzuschauen. Gut, was man kriegt dann als Belohnung jetzt hier bei der, beim ersten Teil, sind das im Prinzip zusätzlich XP? Ja, ist okay, gut. Ich finde XP in diesem Spiel jetzt ehrlich gesagt so Bonus-XP nicht so wichtig. Weil es ist halt, man kriegt halt immer angezeigt, was man da machen kann, wie vor allen Dingen, wie viel man gesamt hat vom Weltenabschluss. Man will natürlich das Maximum haben. Und selbst wenn man dann ganz schnell auf 80 kommt, macht man die Sachen dann wahrscheinlich eh noch, damit man die halt komplett hat. Gut, vielleicht nicht mit jedem Charakter, aber hey. Deswegen, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen entspannter, weil ich schon mal einen Charakter auf 80 hatte. Deswegen habe ich es da auch ehrlich gesagt, brauche ich diese Bonuserfahrung auch nicht hier mit meinem zweiten Charakter, mit dem Wächter, habe ich auch so ein paar XP-Dinger bekommen und dann kann man die auch noch gegen Level ab umtauschen, irgendwie 20 Stück davon. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Gut, wir haben hier auf jeden Fall auch schon wieder ein Level up. Wir haben jetzt hier Farbe. Individualisiert euer Aussehen mit den von euch gefundenen Farben im Farbbereich eurer Heldenübersicht. Ist auch erstmal relativ uninteressant für mich. Mit Hilfe der Azura-Portale könnt ihr schnell über große Distanzen reisen. Sie befinden sich überall in Tyria und in allen großen Städten. Wunderbar, was haben wir denn hier für Farben? Pastell-Zitronenfarbe, Eisrose-Farbe, Licht-Oliv-Farbe. Gut, von den drei Farben nehme ich hier aber dann, glaube ich, lieber Pastell. So, dann... Ach, ich habe die Farbe bereits freigeschaltet. Ja, okay, gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, auch nicht so wichtig. So. Wir werden dann erstmal hier runter, würde ich sagen. Dann haben wir die rechte Seite soweit komplett, wenn wir hier weitermachen. Und gucken mal, was das hier sonst noch so gibt. Plakatierte Botschaft. Okay. Was haben wir denn hier? Die glänzende Klinge sagt, dass sie Kryter beschützen wird, aber rechnet nicht damit, dass sie euch beschützt. Das Plakat herunterreißen. Okay, hier ist so eine kleine Höhle.
Und genau, wenn wir Gegner plündern, schalten wir jetzt zum Beispiel auch dann Sachen frei. Also den Großteil werde ich auch erstmal so nebenbei machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, das stand glaube ich auch nicht bei, wie lange das geht, oder? Ach, ich habe das jetzt... Ja, das ist blöd, wenn man einen Zweitcharakter hat, den dann spielt. Ich dachte jetzt an die Wächterfähigkeit. So, kommt mal her. Das ist super nervig. Bei diesen blöden Fledermäusen. Nicht abhauen hier. Das ist halt auch super, mit 5 dann die Gegner einzuholen und dann Platz zu machen. Wenn die dann abhauen. Was haben wir hier? Veteran, Spinnenkönigin. Okay, und Spinnenjunges. Hallo, ich will auch. Und sonst so? Champignons. Ansonsten gibt es hier nichts. Also für mich jetzt erstmal. Es wird wohl einen Grund haben, warum der jetzt gerade da hingelaufen ist. Okay, gut, gut. Dann machen wir da unten auf jeden Fall erstmal weiter. Was war das? Ein Torsplitter. Ich bin immer noch, ich bin so ein bisschen irritiert bei den Sachen, die man hier so aufsammeln kann als Waffen. Weil die machen ja eigentlich auch, was ich bisher so gesehen habe, nicht wirklich Schaden. Warum sollte ich die dann überhaupt aufsammeln? Oder ich brauche die woanders für. Das könnte ja sein. Das sieht ja hier auch richtig nett aus. Ach, das ist hier die Ecke. Okay. Gezähmter Elementar. Interessant. So, was mit dir da? Du bist nur ein Dorfbewohner. Du bist nur ein Kind. Das heißt, du bist auch nicht wichtig. Meine Stimme. Okay, die kämpfen da mit dem. Das ist mir relativ egal. Dann schauen wir mal, was wir denn hier so haben. Helena. Als ich jung war, hatten wir keine Elementare, die durch die Stadt liefen, um die Aufträge der Leute zu erledigen. Die Leute haben damals ihre Arbeit noch mit den eigenen Händen verrichtet. Euch gefällt es hier nicht? Das habe ich nicht gesagt. Das Schloss ist schon ziemlich schön. Ich würde eines Tages gerne mal dorthin gehen. Einige der anderen Dorfbewohner sind dorthin umgezogen. Ich hoffe selbst immer noch auf eine Einladung. Bekommt ihr jemals die Dorfbewohner zu Gesicht, die dorthin umgesiedelt sind? Nein, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Ein solch eleganter Ort wie das Schloss. Ich könnte mir vorstellen, dass sie voll und ganz mit ihrem neuen Leben beschäftigt sind. Und dort oben ist man vom Rest der Welt abgeschnitten. Ich muss zugeben, dass ich neidisch bin. Vielleicht werde ich eines Tages auch dorthin gehen. Das hört sich eher an, kein Kontakt mehr zu den Menschen. Gut, ist halt auch sonst wo, ne? Aber das klingt so ein bisschen, es klingt so ein bisschen, als ob sie da die Leute verschwinden lassen. Ich frage mich halt, ob man da auch irgendwie hin kann. Omi ist so witzig. All die Elementare hier bringen sie richtig auf die Palme. Warum ist das so? Weiß nicht. Sie hat eigentlich keine Angst vor ihnen oder so. Meine Mami sagt, dass es Omi schwerfällt, sich auf Veränderungen einzustellen. Schließlich ist sie erst vor kurzem bei uns eingezogen, aber das Schloss scheint ihr zu gefallen. Na, das ist doch schön, mein Kind. Total schön. Da ist eine Ratte. Das ist nicht so schön. Kommt man hier dann da hoch oder kommt man... Oh, hallo. Oh, hallo. Ja... Zustände bewirken. Okay, das kriege ich dadurch dann auch. Alles klar, das sieht so aus, als ob man da so... Ich glaube nicht, da kommt man ganz hoch. Aber gut, das ist jetzt auch erstmal uninteressant. Wir schauen uns hier auf jeden Fall noch in der Stadt um und gucken, was ist... Was hier so für Leute rumlaufen, genau. So, hier läuft gar keiner rum. Hier können wir uns ein paar Baguettes schnappen. Ein bisschen Brot. Hier ist auch keiner. Da können wir ein paar Bücher lesen. Oh, was ist das denn hier? Dr. Who ist hier eingezogen. Na gut. Ja, mehr gibt es hier leider nicht. Gut, es ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn man sowas hat, wo man sich dann noch Gebäude anschauen kann, das ist halt immer ein bisschen schade, wenn man dann da hinläuft und...
man kann da halt nichts machen. So, bei euch war nichts, ne? Da waren wir ja eben. Hey, seht euch das an. Ja, nee, sehe ich mir jetzt nicht an. Ist jetzt nicht so wichtig. Okay, Dorfbewohner, Dorfbewohner, Dorfbewohnerin, wie auch immer. Ritt Greif Greffelborn. Ist ja auch ein toller Name. Angeblich soll dies ja die Stadt sein, die man unbedingt gesehen haben muss. Meines Erachtens ist sie gar nicht so besonders. Es gibt zwar ein Schloss, aber offensichtlich dürfen wir dort nicht hinein. Überall Elementare, aber Elementare sind ja immer überall. Okay. Wo kommt ihr her? Bruchseite, bei der Kessex-Freistadt. Ich wollte irgendeinen exotischen Ort besuchen. Vielleicht eine Azura-Stadt oder eine Silvarie oder ein Silvarihain. Aber wir können es uns nicht leisten, viel weiter als bis hierhin zu reisen. Und Dylan wollte unbedingt die Elementare sehen. Versucht, euren Aufenthalt zu genießen. Ja. Moment, das warst du, ne? Ja, okay. Das war nicht eher. Mit 20 Rüstung ist egal. Krempel ist auch erstmal egal. Wir haben eh noch genug Platz. Du warst das, ne? Ja. Ja, ja. Und was mit dir? Ist das nicht ein unfassbarer Ort? Ich kann es kaum erwarten, ihn zu besichtigen. Und es gibt unglaublich viele Andenken. Mir scheint, ihr amüsiert euch bestens. Wie könnte es anders sein? Ich bin ja nicht bei der Arbeit. Ich kann einfach den ganzen Tag durch einen völlig neuen Ort streifen. Wusstet ihr, dass ihr euch in der Schenke gegen ein gewisses Aufgeld, versteht sich, euer Essen von Elementaren servieren lassen könnt? Eine gute Zeit wünsche ich. Also was, gut, brauche ich jetzt nicht, aber hey. Bei dir können wir noch wieder Krempel kaufen. Bei dir können wir Rüstungskrempel kaufen. Das ist alles Stufe 20. Ja, nee, aber diese Sachen, die man kaufen kann. Wenn ich mal eine andere Waffe ausprobieren will, würde ich vielleicht zum Waffenhändler gehen. Aber Rüstung braucht man da eigentlich, glaube ich, soweit nicht. So, gezähmte Elementare. Wir haben hier den Bürgermeister Manrin. Was denn? Willkommen in Garrenhof. Garrenhof. Unterhalb von Isgarens Schloss müsst ihr euch vor nichts fürchten. Genießt euren Aufenthalt und erfreut euch an diesem Anblick. Danke, lebt wohl. Stadtwache Plesky. In der Menge liegt die Kraft. Ich bin die einzige Stadtwache in Garrenhof. Wenn ihr Probleme habt, dann ruft die Elementare zu Hilfe. Wieso gibt es hier nur eine Wache? Die Elementare beschützen uns. Ehrlich gesagt habe ich hier nichts mehr zu tun. Ich zeige hier nur noch meine Präsenz. Macht ihr euch keine Sorgen wegen der Elementare? Warum sollte ich? Sie sind schon länger hier als ich und es hat nie einen Vorfall gegeben. Ehrlich gesagt, wenn sie angreifen würden, hätten wir sowieso keine Chance gegen sie. Warum sich also so? Das ist eine super Einstellung. Lebt wohl. Ja, das ist ja super. Da brauchen wir sich auch keine Sorgen machen. Da sind wir eh alle tot. Spielt das eh keine Rolle mehr. Kann man hier irgendwie... Nee, kann man nicht. Okay. Du bist auch nur ein schnöder Dorfbewohner. Hier haben wir wieder so eine Botschaft. Raus mit den Messmann aus unserer Regierung. Wie können wir erwarten, dass Gedankenmanipulatoren sich aufrichtig für das Volk einsetzen? Ich schätze meine Privatsphäre. Wo wollt ihr denn hin? Nach Götterfels. Ich könnte da auf dem Jahrmarkt auftreten. Sehr sinnig. Habt ihr euch ausgeredet? Scheint so. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Na los, Arbeiter. Ihr müsst lernen, wie man mit diesem Elementar umgeht. Meister Elementarmagier. Dylan. Hallo, ihr da. Wir lassen uns von den Elementaren ausbilden. Ich muss meine Arbeiter darauf vorbereiten, mit solchen Problemen fertig zu werden. Man weiß ja nie, was auf diesen Docks geschehen wird. Warum versucht ihr nicht... Versucht ihr es mit dem Elementar aufzunehmen. Ihr könntet etwas daraus lernen. Könnt ihr haben. Wir haben jemanden, der es kann. Ihr Zuschauer, da passt auf. Hier könnt ihr noch was lernen. Gibt's auf die Nase. Ich leg dich kalt. Ich glaube, ich werde mich mal heilen. Ich sollte aus dem Feuer rauslaufen. Cool, auch geschafft. Hast du noch was zu erzählen? Eure Augenbrauen wurden nicht einmal versenkt. Ich wünschte, nur die Hälfte meiner Arbeiter würde so schnell lernen wie ihr. Lebt wohl. Gut, da geht's direkt weiter. Was ist mit euch hier? Oh, mit euch kann ich reden.
Hallo, ich würde gerne mit dir erst reden. So sicher ich mich auch durch die Elementare fühle, ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Was meint ihr damit? Ich weiß nicht genau, was es ist. Manchmal wirken sie verärgert, als ob sie gegen ihren Willen zu etwas gezwungen würden. Das klingt echt nicht gut. Wurden sie in die Knechtschaft gezwungen? Niemand weiß, was sie sind und warum sie uns freiwillig dienen. Ehrlich gesagt wäre es den Leuten hier egal, wenn sie dazu gezwungen würden. Oh Gott, danke für eure Zeit. Ja, das klingt ja schon mal immer... Das klingt hier immer besser. Obwohl überall Krieg herrscht, beschützen uns Isgarns Elementare. Wir stehen in seiner Schuld, obwohl wir ihn nicht richtig kennen. Das klingt immer mehr nach irgendwas, der lässt der Leute verschwinden. Wir haben keine Ahnung, was da oben vor sich geht. Bereitet euch das kein Kopfzerbrechen? Ein wenig schon, aber er hat uns nie einen Grund gegeben, an seinen Absichten zu zweifeln. Je tiefer wir in seiner Schuld stehen, desto mehr kümmert er sich um uns. Klingt gefährlich, trotzdem viel Glück. Das klingt alles sehr dubios. Was ist mit euch hier? Toll, hier stehen nur Dorfbewohner rum. Das geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu. Das kann mir keiner erzählen. Ist doch irgendwas faul. Das waren genau nur Arbeiter. Du bist eine Kauffrau. Du bist eine Dorfbewohnerin. Und ansonsten ist hier dann auch wieder Ende. Ich glaube, da könnte man dann angeln. Da unten stehen noch ein paar Leute rum. Dann schauen wir da erst nochmal nach. Alles sehr, sehr, sehr dubios. Vielleicht irre ich mich auch, kann sein, aber es ist alles sehr merkwürdig trotzdem. Matrose, du hast wahrscheinlich auch nichts zu erzählen. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Okay, hier ist also... Das ist eine Qualle. Qualle? Im Wasser. Okay, ich dachte gerade schon... Gut, dann haben wir hier soweit erstmal alles. Dieses Panorama. Ich glaube, was dieses Panorama angeht, wir können mal gucken, ob wir von hier dahin kommen. Aber ich glaube, ich muss da oben die Wegmarke nehmen und dann da einfach runter. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir da so irgendwie hochkommen. Also wenn wir jetzt hier so hochgehen, ja gut, dann würden wir da... Könnten wir da so rum. Okay, ja, aber... Da geht's rein. Gut, da hätte ich mich auch hoch teleportieren können. Was ist denn jetzt mit euch hier? War ich hier schon mal drin? Ich glaube, ich war hier schon mal drin. Ja, ich war hier schon mal drin, glaube ich. Bleibt ihr da mal alle schön in der Pampa stehen. Hier gibt es nichts zu sehen, außer Eisenerz. Wenn ich das schon direkt vor mir habe. Und hier gibt es eine Menge Erdbeerbeete. Erdbeeren. Die Frage ist jetzt nur... Wie zum Henker. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, so auf jeden Fall nicht. Dann können wir direkt hier erst nochmal Erdbeeren mitgehen lassen. Warum nicht, wenn es hier schon so viele gibt und wir hier gerade sind, können wir das auch alles mitnehmen. So, und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Wieder eine Errungenschaft mehr. Das sieht doch echt mal hübsch aus. Was ist denn das da in der Mitte? So. Täglicher Panoramagenießer von Kreita. Truhe des Helden. Das sieht wertvoll aus. Yay. Und was kriegen wir? Ampulle flüssiges Karma. Hier so eine Schrift der Erfahrung. Genau, das war das. Bekommt man wenig Erfahrung für. 20 Stück kann man gegen einen Folianten des Wissens eintauschen. Ich weiß jetzt nicht.
wie viel der gibt. Gibt der 10 Level oder gibt der 1 Level? Das ist auch schon wieder zu lange her. So, dann hätten wir hier schon mal alles. Da haben wir noch ein Panorama. Dann gehen wir erstmal dahin. Gibt es halt auch eine Menge Eisenerz und Silbererz, aber okay. Damit halten wir uns jetzt nicht auf. Das kostet einfach zu viel Zeit. Ja, ich hoffe doch, du springst auch. Ja, der springt manchmal ganz schön weit so aus dem Stand. Ja gut, Wasserfall sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Aber die Stadt sah auf jeden Fall besser aus. So, dann hätten wir das. Dann haben wir hier unten noch eine Sehenswürdigkeit. Da haben wir Stufe 21. Da haben wir Stufe 20. Haben wir denn hier noch irgendwie... Da haben wir noch ein Panorama. Da können wir jetzt nicht hin, weil die da am Kämpfen sind. Und sonst so. Wir könnten... Hallo? Ich wollte gerne... Stufe 17. Ja gut, dann gehen wir erstmal da oben hin. Da können wir dann ja auch jederzeit wieder runter. Diese toxischen Sprösslinge. Bringen die irgendwas? Ja. Alles klar, dann gucken wir erstmal. Bewegen wir uns erstmal hier runter. Wo war denn das? Genau da. Okay, da sehen wir das schon. Alles klar. Nehmen wir auch wieder Silbererz und Eisenerz, aber nee, nee, nee. Wie kommt man da am besten hin? Darüber springen. Würde ich sagen. Das funktioniert ja gerade nicht so erfolgreich. Ich glaube, wir müssen dann wirklich von der Seite hier. Kommen wir denn überhaupt hier hoch? Oh, das könnte noch interessant werden. Ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Okay. Dieser verdammte Raptor. Da komme ich jetzt aber so nicht rüber. Ich kann jetzt nicht so wirklich um Ecken springen. Ich kann da auch nicht hochspringen und ich... Wobei, ich kann doch um Ecken springen. Gut, dann schauen wir uns das auch noch an. Das sieht jetzt nicht hübsch aus, aber gut. Eindrucksvoller als die meisten Sachen. Sieht zwar alles ein bisschen runtergekommen aus, aber hey. Okay, so. Dann haben wir da hier unten noch was. Also, wie machen wir das? Ich glaube, wir gucken erst trotzdem mal da oben. Wobei ich tippe mal ganz stark darauf, da unten ist noch eine Wegmarke. Wäre eigentlich besser, wäre vermutlich erst besser gewesen, da runter zu gehen. Was haben wir da? Gruppenevent. Begleiten. Okay. Hier haben wir wieder sowas. Danke. Na, gut, da läuft ja sowieso keiner rum. Alleine will ich das halt auch nicht machen. Vielleicht, wenn er gleich ein bisschen mehr rumläuft. So, was ist mit Wache Barnaby? Hört, die Zentauren haben Streitkräfte am Erdbau und im Höhlengrifflager zusammengezogen. Sofern ihr willens und dazu fähig seid, wüsste ich jegliche Unterstützung eurerseits sehr zu schätzen. Sicher, was kann ich für euch tun? Die Seraphenwache ist stark unterbesetzt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr uns zur Hand gehen könntet. Greift Zentaurenlager an, vernichtet ihre Waffen und Vorräte oder tötet einfach so viele Zentauren, wie ihr nur könnt. Ich helfe euch, so gut ich kann.
Cool, cool. So, Zentauren töten. Dann müssen wir erstmal Zentauren finden. Die Frage ist halt, da ist sowas wie eine Höhle. Dann würde ich da, glaube ich, erstmal... Ist das eine Höhle? Ja, das ist eine Höhle. Dann gucken wir erstmal. Ah, okay. Hier haben wir auch noch eine Wegmarke. Aber ansonsten... Mit euch kann ich ja auch noch reden, ne? Seraphenaufrüster. Bögen und Dolch. Danke. Okay. Seraphensoldat, Seraphensoldatin. Hat denn hier irgendwer das Kommando? Da ist keiner. Ha. Feldwebel, Feldwebel, aber mit euch kann ich, glaube ich, doch, mit dir kann ich reden. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne eure Hilfe hätten wir uns nie so gut geschlagen. Erzählt mir vom Höhlengrifflager. Bevor wir die Kontrolle darüber gewannen, diente es als Sammellager für die Tamini-Plünderer. Für die Granini-Plünderer. Zu diesem Zeitpunkt des Krieges wurden die Plünderer zurückgelassen. Sie hatten eine wirklich komische Augenfarbe. Um Vorräte und Materialien zur Unterstützung des Erdbaus südlich von ihr aufzubringen. Erzählt mir vom Erdbau. Die Harati sind die besten Techniker der Zentauren und im Erdbau stellen sie ihre Belagerungsmaschinen her. Seid vorsichtig, wenn ihr euch dem Lager nähert und haltet nach fliegenden Felsen Ausschau. Danke für die Auskunft, lebt wohl. Mit dir kann ich nicht reden. Okay, dann was konnten wir nur mit dir reden? Ja, gut, dann würde ich doch sagen, wir machen dann nächstes Mal... das hier und suchen mal ein paar Zentauren zum Kloppen und holen uns dann hier auch noch die Wegmarke und das hier können wir dann auch direkt noch mitnehmen. Ja, und dann hier unten nochmal gucken. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwo noch so eine Wegmarke. Ich hoffe, ihr hattet erstmal soweit wieder ein bisschen Spaß. Das war's dann auch erstmal wieder von mir und bis bald.